B1.0. Die Parabel P1 mit dem Scheitel 0,51 hat eine Gleichung der Form y ist gleich 0,5x² plus bx plus c mit g gleich a Kreuz a und b Element a c Element a. Die Parabel P2 hat die Gleichung 0y ist gleich 0,5x² plus 3 mit g gleich a Kreuz a. Runden Sie im Folgenden auf zwei Stellen nach dem Komma. B1.1 zeigen Sie durch Berechnung der Werte für b und c, dass die Parabel P1 die Gleichung y ist gleich 0,5x² minus 0,5x plus 1,125 hat. Zeichnen Sie sodann die Parabel P1 und P2 für x von minus 2 bis 4 in ein Koordinatensystem ein. Für die Zeichnung gilt Längeneinheit 1 cm, minus 2 bis 4 auf der x-Achse und 0 bis 11 auf der y-Achse. Also, was haben wir alles gegeben? Einmal den Scheitelpunkt 0,51 und von der Parabel p die Form 0,5x² plus bx plus c. Zusätzlich haben wir hier eine Parabel P2 mit der Gleichung 0,5x² plus 3. Darauf Acht geben, man soll auf zwei Stellen nach dem Komma runden. Und jetzt heißt die erste Aufgabe, zeigen Sie durch Berechnung der Werte für b und c, dass die Parabel P1 die folgende Gleichung hat, 0,5x² minus 0,5x plus 1,125. Parabelgleichungen aufstellen kann man auf drei verschiedene Weisen, beziehungsweise haben wir kennengelernt. Zwei davon funktionieren mit dem Scheitelpunkt und die dritte mit der allgemeinen Form. Wir haben ja einen Scheitelpunkt gegeben, deswegen ist es auch sinnvoll, die Scheitelpunktform zu benutzen. Ja, Scheitelpunkt deutet immer auf die Scheitelpunktform hin. Die finden wir in der Formelsammlung, hier in dem Fall auf Seite 4. Bei den quadratischen Funktionen steht sie dabei. Hier unten Scheitelpunktform y ist gleich a mal Klammer auf x minus xs Klammer zu zum Quadrat plus ys. Xs und ys sind dabei die Koordinaten des Scheitelpunkts und a ist der Öffnungsfaktor. Das x und y bleibt stehen. So, wir haben hier jetzt einen Scheitelpunkt, das heißt, das können wir für xs und ys einsetzen. Fehlt noch der Öffnungsfaktor, den bekommen wir allerdings hier aus dieser Form. Nämlich hier steht ja nichts anderes als ax² plus bx plus c, das heißt die 0,5 vorne dran, die sind unser Öffnungsfaktor, die wir problemlos von allgemeinen Formen in die Scheitelpunktform übertragen dürfen. Wir fangen also an, Scheitelform y ist gleich die 0,5 aus dem Öffnungsfaktor mal Klammer auf x. Ich sage jetzt hier immer, man nimmt die x-Koordinate vom Scheitelpunkt und dreht das Vorzeichen um, also minus 0,5 zum Quadrat. Und hinten dran noch das ys, also plus 1. Bei der Scheitelpunktform, man kann es auch so machen, x minus, so steht es ja hier in der Scheitelpunktform drin. Und jetzt im Prinzip kann man auch einfach die x-Koordinate einsetzen. Ja, wäre jetzt in dem Fall das gleiche, wenn halt die x-Koordinate negativ ist, dann würde man zum Beispiel hier sowas reinschreiben mit Klammern und das würde dann zu plus gehen. Als kleine Erklärung dazu. Okay, das müssen wir jetzt umformen, auflösen in die allgemeine Form, heißt ja zeige, dass sie die Form hat. Schritt 1, binomische Formel auflösen. Die steckt hier in der Mitte drin, alle anderen Rest schreibt man ab. Binomische Formel finden wir ein bisschen drüber in der Formelsammlung. Das ist die zweite binomische Formel, weil in der Mitte hier ein Minus steht. Und da heißt es jetzt, da sage ich nur zu, erster zum Quadrat, minus 2 mal erster mal zweiter plus zweiter zum Quadrat. Das x ist also mein erster und die 0,5 ist mein zweiter. Erster zum Quadrat wäre ein x Quadrat minus 2 mal erster mal zweiter plus zweiter zum Quadrat. Ja, dieses x bei 0,5, das ist das, was hier vor der 2 steht, deswegen ist es bei 0,5 nicht mehr mit dabei. Und hinten dran ist es deswegen plus 0,5 Quadrat. Eine negative Zahl quadriert wird sowieso immer positiv, deswegen schreibt man hier das gleich so vereinfacht. Und hinten dran noch die plus 1. Nächster Schritt ist die Klammer auflösen. Ja, dann machen wir es mal vereinfachen als Zwischenschritt. Minus 2 mal 0,5, das sind minus 1x und 0,5 Quadrat sind 0,25. Plus 1 hinten dran. So, jetzt, Klammer auflösen, das heißt, der Faktor vor der Klammer wird mit jedem Summanden in der Klammer einmal multipliziert, mit jedem Term in der Klammer. Daraus folgt 0,5 mal x² sind 0,5x², 0,5 mal minus 1 sind minus 0,5x und 0,5 mal 0,25 sind plus 0,125 plus die 1 nach hinten dran sind die 1,125, wie es hier oben in der Aufgabe drin steht. Hier jetzt nicht runden, weil es heißt ja tatsächlich, dass diese Form hier rauskommen soll. Also hier erspart man sich tatsächlich das Runden auf zwei Nachkommastellen, auch wenn es oben drin steht. Gut, erster Teil erledigt. Nächster Teil, wir müssen zeichnen. Zeichnen Sie P1 und P2 ein. Wichtig ist, von minus 2 bis 4 muss es drinstehen. Wenn es darüber hinausgeht, ist es nicht ganz so schlimm. Ist es eigentlich nicht schlimm, überhaupt nicht schlimm. Und ja, halt
darauf achten, dass es die minus 2 und die 4 überspringt. So, Koordinatensystem steht hier. X-Koordinate geht von minus 2 bis 4 und y von 0 bis 11. Wenn wir es jetzt einzeichnen, brauche ich also viel Platz nach oben. Nach unten brauche ich gar nichts. Und ich hole jetzt mal mein Lineal. Ich fange jetzt mit der Y-Achse an. Da weiß ich, das sind 11 cm. Leider passt mein Lineal nicht ganz zu den Kästchen, deswegen muss ich jetzt abzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, nach links sind es 2 cm. Ja, ich gehe hier nach Kästchen. 1, 2 und nach rechts 4. 1, 2, 3, 4. So. Gut. Das ist meine X-Achse. Noch schnell beschriften. Und nach oben natürlich auch. Eins, drei, fünf, sieben, neun und 11. So. Und jetzt bin ich schon bereit fürs Einzeichnen. Eine Möglichkeit wäre natürlich, den Taschenrechner herzunehmen. Man tippt, ist jetzt bei mir der hier. Je nach Modell braucht man halt die Wertetabelle dafür. Hier funktioniert es so, man gibt hier die Parabelgleichung ein. 0,5 x Quadrat minus 0,5x plus 1,125. Dann gehe ich auf Table und der gibt der Taschenrechner die entsprechende Werte aus. Das sind die Punktkoordinaten, die ich einfach in die Wertetabelle, in das Koordinatensystem übertragen kann. Schön verbinden und dann kriege ich auch die Parabel raus. Ja, ist vielleicht bei der Parabel, man sieht es vielleicht an den Nachkommastellen, 1,125, 0,625, ein bisschen blöd zum Eintragen. Was man natürlich machen könnte, ist hier der Bereich ein bisschen verändern. Dass man sagt, man geht, stellt die Tabelleneigenschaften um, dass man zum Beispiel ja, die Schrittweite auf 0,5 stellt. Hat dann folgenden Effekt, dass ich hier die ganzen Zwischendinger mit reinkriege und zum Beispiel minus 1,5 und 1,75, minus 0,5, 0,75, das sind schöne Punkte, die ich einzeichnen kann. Dann nehme ich zum Beispiel die her. Ja, eine zweite Möglichkeit. Geht auch ohne Taschenrechner. Die setze ich jetzt hier an. Voraussetzung dafür ist, dass man den Scheitelpunkt kennt. Und dann geht es nämlich auch recht einfach, also fast sogar noch schneller. Scheitelpunkt bei P1 ist 0,51, den tragen wir ein. 0,51 finden wir hier. So, und jetzt, das muss man leider ein bisschen auswendig lernen, aber braucht man vielleicht auch für den ohne Taschenrechner Teil. Da kann es natürlich auch vorkommen. Jetzt gilt es, immer gehe eine, also am Anfang gehe eine Einheit nach rechts. Und jetzt ist die Frage, wie weit muss ich nach oben? Da muss ich mir jetzt ein Folgendes merken. Der Bereich, den ich nach rechts gehe oder auch nach links, da funktioniert es genauso, den muss man quadrieren und mit dem Öffnungsfaktor multiplizieren. Also mal a. Für unseren Fall haben wir also g1 nach rechts zum Quadrat und mal Öffnungsfaktor ist 0,5. 1 Quadrat mal 0,5 sind 0,5, das heißt, gehe 0,5 nach oben. Dann wäre also hier mein erster Punkt zu finden. So, zweiter, ich gehe 2 nach rechts. 2 Quadrat mal 0,5, 2 Quadrat sind 4, 4 mal 0,5 sind 2, das heißt, gehe 2 nach oben. 1, 2, dann wäre mein nächster Punkt hier. Dritte wäre 3 Quadrat mal 0,5, 3 Quadrat sind 9. 9 mal 0,5 sind 4,5, das heißt, gehe 4,5 nach oben, wäre mein nächster Punkt hier. Ja, und so spiele ich das Spiel weiter. Die ganzen Pfeile kann man natürlich leicht mit Bleistift reinzeichnen, dann kann man sie nachher wieder rauslöschen. Also ich mache sie wieder raus, weil es sieht halt nicht schön aus. So, nur aufpassen muss ich. Ich muss ja die 4 überspringen, also ich muss die 4 noch passieren. Das heißt, einen mache ich noch, gehe 4 nach rechts. Dann lande ich auf der 4,5, 4 nach rechts, das heißt 4 Quadrat sind 16, 16 mal 0,5 sind 8. Ich gehe 4 nach rechts und dann muss ich 8 nach oben, also lande ich hier. So, nach links geht es genau gleich, beziehungsweise ich kann hier die Symmetrie nutzen. 1 nach links und dann muss er gleich hoch liegen wie hier dieser Punkt. 2 nach links und dann muss er gleich hoch liegen wie dieser Punkt.
Ja, bin ich halt schon angekommen. Also hier. Ich muss auch die minus 2 überspringen, das heißt, einen gehe ich noch weiter. 3 nach links, das heißt, ich muss so hoch sein wie der da, dann lande ich hier. Jawohl, jetzt so schön wie möglich verbinden. Jawohl, und wenn man jetzt hier merken wird, man hat irgendwelche Dellen drin, sowas. Oder ein Punkt bricht hier total aus, dann am besten den Punkt nochmal überprüfen, weil Parabeln haben eigentlich keine Dellen drin. Okay, erste Parabel haben wir, das ist die P1. Zweite Parabel, wo haben wir sie? Hier oben in Blau. Gleiches Spiel, entweder einen Taschenrechner eingeben, Wertetabelle, Punkte ablesen und eintragen. Oder zweite Möglichkeit, wenn man den Scheitelpunkt kennt, mit Hilfe dieser Methode ausrechnen oder den Scheitelpunkt erst vorher ausrechnen, geht ja auch recht fix. Hier haben wir tatsächlich auch wieder eine Scheitelpunktform vorliegen, weil das Ding kann man ja auch so schreiben: 0,5 mal Klammer auf x plus 0 in Klammern zum Quadrat plus 3. Ja, immer wenn dieser Term mit dem einzelnen x drin fehlt, dieses bx von hier oben. Wenn der fehlt, kann man im Prinzip diese Scheitelform hier so aufstellen und dann kann man auch den Scheitelpunkt sofort ablesen mit 0,3. 0,3 finden wir hier. Ja, fahre ich nochmal runter. So, da ist der Scheitelpunkt und jetzt gilt hier wieder das Gleiche. Das Schöne ist, der Öffnungsfaktor ist ebenfalls 0,5. Ich kann es also gleich weiter benutzen. Ich gehe 1 nach rechts und 0,5 nach oben. 2 nach rechts und 2 nach oben. 3 nach rechts und 4,5 nach oben. Muss ich auf 7,5. So. Einen brauche ich noch, 4 nach rechts und 8 nach oben, dann lande ich oben auf der 11, deswegen muss auch das Koordinatensystem so groß sein. So, ich habe bis x gleich 4 gezeichnet, weiter nach rechts muss ich nimmer. Jetzt muss ich noch nach links, da kann ich jetzt wieder Symmetrie zur Hilfe nehmen, minus 2 und 5. So, bis minus 2 habe ich auch gezeichnet, weiter muss ich nimmer und jetzt gilt wieder so schön wie möglich verbinden. Jawohl, und fertig sind die beiden Parabeln, nenne ich noch P2. Und es kann mit der nächsten Aufgabe weitergehen.